Und willkommen zurück auf meiner Ranch. Jetzt kam das große Update rein, also wahrscheinlich bloß ein kleinerer Patch. Und deshalb werde ich die Chance mal nutzen und mal gucken, was es Neues gibt. Zuerst natürlich die Updates. Alles klar, danke. So, mal schauen, was es Neues gibt. Oh, Fortschritt. Cool. 72.000 Traktoren. Da kommen. Einen davon nehmen wir mit. Was kosten die? 26.000. Die können wir nehmen, um Zeugs wegzufahren. Oh, und der 323 ist auch da. Ja, 35 km/h. Egal. Rein damit. Ich will Fortschritt-Traktoren haben. Oh, der HTZ. Der gefällt mir auch. Hoffentlich ist er nicht so verbuggt wie im LS19. Habe ich jetzt hier was übersehen? Nein. Die kennen wir. Okay. Was gibt's hier? Nichts von Bedeutung. Also der HTZ, das freut mich, dass er wieder dabei ist. Der hat mir sehr gefallen im LS19. Auch wenn er leider ein paar Problemchen hatte. Fortschrittmähdrescher? Nö, keine. Phil Level Warning. Ertönt ein Signalton. Bei 80% werden die Rundumleuchten eingeschaltet. Mitnehmen. Sehr gut. So, Kartoffeltechnik, Rübentechnik. Na, wobei, davon. Den haben wir doch schon. 205.000. Ja, da haben wir schon einen. Gut. Was haben wir noch im Angebot? Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Radlader brauchen wir nicht. Anhänger. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Naja, wobei. Naja, gut, 5.000 Liter. Brauchen wir nicht wirklich. So, und sonst das Übliche. Kraftstofftankanhänger brauchen wir auch noch nicht. Neuer Steinsammler? Ach, eine Steinschaufel. Ja, gut. 3 Meter. Wäre wahrscheinlich für ganz kleine Felder zum Ausprobieren. Ich nehme es mal mit. Ach, hier gibt es ja noch eine. Stonepicker. 2,70 Meter. Ja, gut, eine reicht eigentlich. So, was haben wir noch? Eggen. Ah, die kenne ich. 6 Meter Arbeitsbreite. Die kann man hier hinten ranhängen. Cool. Die gefällt mir. Grubber. Naja, das Übliche. Brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Davon haben wir genug. Pflüge. Haben wir auch genug. Saattechnik. Wer das Saat Rapid? Den kenne ich auch noch. Wie breit sind die? 3 und 4 Meter. Ich nehme sie mal mit. Horsch Pronto für 100.000. Ja, brauchen wir nicht. Die kenne ich auch noch. Für 132.000. Ja, gut. Nicht meine Liga, zumindest noch nicht. Mich wundert es, dass es hier hauptsächlich so eine zum Anhängen gibt und keinen mehr, den du hinter dir herziehst. So was hier. Davon gibt es kaum noch welche. Miststreuer. Wäre vielleicht eine Idee, dass wir davon auch mal bei Gelegenheit einnehmen. 4 Meter Arbeitsbreite. 10 bis 15 Meter Arbeitsbreite. Die nehme ich mit. Dann können wir nämlich vielleicht den Mist, wenn es dafür nicht so viel Geld gibt, einfach aufs Feld schmeißen. Güllefässer. Ah, hier ist nochmal der Amazon drin. Und hier kommt der Go. Ja, toll. Na klar. 140.000, warum auch nicht? Striegel? Da haben wir eigentlich schon unser Lieblingsstriegel. Mähtechnik. Pöttinger Nova Pack brauchen wir nicht. Ich brauche immer noch welche mit Autoschwad. Grasland Equipment haben wir. Nö. Ansonsten gibt es hier nicht viel. Den haben wir natürlich.
Und der gefällt mir immer noch gut. Und bei Forstmaschinen, ja gut. Brennholzverarbeiter, Palettenpaket. Ich denke mal, da sind wir durch. Einfacher Getriebewechsel. Ach, es gibt eigentlich eine Fronthydraulik. Ja, cool. Mitnehmen. Profischuss. Siloerweiterung. Ja, gut. Sind wir durch? Dann gucke ich doch mal bei Silos rein. Paletten ist nicht. Big Packs. Düngemittel. Hier könnte ich gebrauchen, dieses Mineralfutter. Aber gibt's nichts. Okay. Hallen. Kleiner Schuppen. Ein Durchfahrschuppen könnte ich gebrauchen. Sowas hier. Oh, der sieht groß genug aus. Da passt alles rein. Seht ihr das? Da passen LKW zum Mähdrescher rein. Das ist die Größe, die ich brauche. Sehr gut. Sehr gut. Silos. Getreidesilo. Kleines Siloset. Farmsilo. Auch Ballen. Ah, cool. Multifrucht. Verbrauchsgüter. Ach so. Extra Silo. Ja, gut. Brauche ich nicht unbedingt. Güllelager ist klar, Heulager ist klar. Gut, würde ich sagen, sind wir durch. Schmierfett-Add-on haben wir. Supermensch. Ach so, schneller laufen und so. Ja, ich will nur schneller laufen, weil den ganzen Superkraft und so brauche ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, ab aufs Feld. Bis gleich. So, und damit sind wir auf meiner Ranch. Ich habe jetzt den letzten. Oh, Lohndienstleistung abgeschlossen. Ich habe jetzt den letzten Container hier. Ach Quatsch, Container. Den letzten Anhänger voll Gülle zum Wegbringen. Pass mal auf. Bring du die mal bitte weg? Oh, warte mal. Jetzt will ich mal sehen. Kannst du das abkippen? Beim Gülleverkauf. Was denn jetzt? Was machst du jetzt? Bist du dusselig? Die Gülle ist hier oben. Da. Warum fährst du in die Richtung? Komm, Johnny. Du fährst in die Richtung. Ja, genau. Du fährst in die Richtung, biegst hier ab und fährst dort zum Gülleverkauf. Hier lang. Tschüss. So, und ich. Aha. Kannst aufhören, Johnny. So, mal gucken. Feld abgeschlossen. Keine. Okay. Bing. Jetzt haben wir noch Feld 48. Da haben wir, glaube ich, das Zeugs geliefert. Geliehen, wa? Das heißt, wir holen uns jetzt mal 60, 61, 62 und 63. 60, 61, den darf ich nicht. Okay. Wo sind die Felder? Hier hinten. Wir stehen dort? Nee. Wo sind wir denn? Ach, wir sind da oben. Und müssen jetzt hier runter zu 60 und 61. Alles klar. Fahr. Ist der richtige Weg? Ja, ist der richtige Weg. Wir sind bei 75.000. Ich hätte gerne 114.000. Wir zuckeln jetzt hier mal rüber.
Also wenn ich selber rüberzuckel, haben wir da irgendwas in der Nähe? Du fährst da lang und fährst bis Getreidesilo West aufladen. Tschüss. So. Au. Ach, und jetzt fährt er vor. Cool. Er hat abgeladen. Er hat hier verkauft. Ja, bravo. Guter Freund. Ich sehe, wir verstehen uns. So. Jetzt würde ich sagen, du fährst zurück zum Hof und meldest dich dann. So. Dann müssten wir mit dem Verkauf eigentlich durch sein, oder? Hier. Den Weizen, den wollen wir noch in die Hühner stecken. So. 2000? Was haben wir gesagt? 1000 passen in die Dings rein. In die Schaufel. Dann würde ich sagen, nehme ich einfach den hier und packe das gesamte Getreide so wie es ist in die Hühner. So. Ablade nach links ist schon. Ah, der kann nur rechts jetzt. Okay. Ja. So, jetzt. Ding dong. Fahrer ist angekommen bei Getreidesilo West. Sehr gut. Ah, und da hinten kommt unser... Da kommt er. Gut, wunderbar. Das klappt auch. Und den Silo, den Fahrunterstand, sobald wir da hinten das große Feld haben, werde ich den hier hinstellen. Und mal gucken, ob ich davor einen Stall bauen kann. Schweinestall zum Beispiel. So. Alles klar. Na, kommst du rum um die Ecke da hinten? So. Und wir fahren jetzt hier rüber und machen 60-61. Ja, wir. Guck euch das an hier. Alles voller Unkraut. Was sind das für schlechte Bauern? Ding dong. So. Ich würde sagen, Havi, hab Spaß. Sehr gut. Alles klar. Ist hier eigentlich was drauf, oder? Ach, das sind Kartoffeln, die hier verdorrt sind. Ja gut, dann solltest du mal aus dem Urlaub zurückkommen, Herr Samuel Ortega. Weil das fällt hier. Ich wundere, dass sie noch nicht pleite gegangen sind. Aber sind immerhin zu 100% gedüngt. Gut. Jetzt will ich aber so. Jetzt will ich aber, was wir in der letzten Folge nicht gemacht haben, oder nicht geschafft haben, die Kühe füttern. Sonst können wir nicht in den nächsten Monat springen. Dazu brauchen wir wieder den Mixer. Und let's go!
So. Du bekommst. Ach, wir haben ja schon Beschration. Ist sie fertig? Warte mal. Ja, die ist doch top. Das heißt, ich werde das Zeug erstmal reinkippen. So. Und dann mischen wir noch etwas. Wie geht's meinen Kühen eigentlich jetzt? Ja, 11.000 Liter. Werden das immer mehr Kühe? 28 Monate. Ach, hier, 9 Monate. 3 Stück. Die habe ich, glaube ich, nicht gekauft. Gut. So. Dann werde ich mal schauen. So, hier kommt jetzt rein. Nein, nicht Mineralfutter. Stroh haben wir gesagt, kommt rein, wa? Warte mal, erstmal F1. So. Genau. Stroh, Silage und Gras. Stroh. Okay. Dann Silage. Oh, Fehler. Ich muss das ja noch, das relativiert sich ja mit dem Gras. So ein Mist. Jetzt haben wir keinen Platz mehr. Genau, jetzt ist nämlich voll. Oh, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, was passiert, wenn ich das ablade. So. Wie viel habe ich jetzt hier drinne? Ich gucke nur bei einem. Stroh. 21.361. Silage. 16.9. Jetzt schütte ich das hier rein. Stroh 21.361. Als was zählt denn das jetzt hier, was ich hier abschütte? Ach hier, da steht's ja, Futter. Ab. So, und jetzt mache ich hier nochmal Heu rein. Stopp. Jetzt habe ich fast Mischration. Jetzt kommt noch Mineralfutter dazu. Mineralfutter. Hier. Mist. Oh, warte, warte. Das kann ich relativieren mit Heu. Voll. Mist. Wie mache ich das jetzt? Muss ich wieder was abschütten? Stopp. Ja. Fertig. Okay. Das kann ich jetzt reinschütten und dann kann ich das Halbfertige nehmen und das Mischverhältnis wieder verbessern. So. Wieder richtig zum Geschicklichkeitsspiel. Mischungsverhältnis aufpassen. Mich wundert es, dass ich das hier nicht sauber machen muss, dass hier nicht irgendwo steht, dass der ganze Zirkus dreckig ist oder sowas und es meinen Tieren schlecht geht. Ja, sag mal, Kamera, krieg das mal hier auf die Reihe. Sieht doch schön aus.
So, fertig. So, und jetzt werde ich mal nach dem Futter gucken, was ich da wieder ablassen musste. Stopp. Hier, ist doch leer. Mischration ist leer. Wo ist denn das Zeugs, was ich wieder zurückgeschüttet habe? Hat er das... Der hat das doch nicht wieder aufgetrennt. Ist das verloren? Jetzt sag nicht, das ist verloren. Das finde ich jetzt unfair. 21232. Warte mal. Das muss ich jetzt testen. Ich schreibe jetzt das genau auf. Also, Gras. 3482 und Stroh 21232. So. Das teste ich jetzt. Stopp. Oh, ist er schon leer? Okay. Und jetzt kippe ich dort Stroh rein. Hä? 11.000? Hier stimmt doch was nicht. 21.000? Ach so, das ist da drüben in dem Silo. Okay. 11, 3, 8, 9. So. Ja, sag mal. Start. Stopp. Jetzt habe ich hier noch 6337. Okay. Jetzt schütte ich das wieder raus. Jetzt ist ja hier Gras und Stroh drin. So. Was normales Futter ist. Hier. So. Und jetzt? Genau. 6337. Wer hat das nicht wieder reingeschüttet? Das ist weg. Und seht ihr, das Futter ist auf Null. Und das Gras ist auch weg. Der hat das? Der hat das echt vernichtet. Oh, warte mal. Vielleicht liegt es daran, dass ich das mit dem Anhänger hier nicht greifen kann. Jetzt steht der Grüne im Weg. Stopp. Komm unter den Trecker vor. Jetzt will ich mal gucken, ob ich hier das Futter abgreifen kann. Aber ich glaube, das vernichtet. Der schmeißt das weg. Das passt nicht ins Silo und dann geht's in den Müll. So, Stroh, Heu, Gras ist leer, Silage. Hackschnitzel. Ja, Futter, Mischration. Nö, der Mist, Mineralfutter, Steine. Der schmeißt das weg. Der schmeißt das weg. Ist weg. Okay, jetzt haben wir das, um das rauszufinden, haben wir ein paar tausend Liter verschwendet. Na, bravo. Und was haben wir hier drin? Ja, Grassilage, Güter fehlen. Da können wir sie abschalten. Heu ist inaktiv. Warum hast du hier Heu drin? Moment. Hast du das Heu hier reingeschüttet statt da drüben?
Und Hexegut haben wir auch keins. Warum hast du hier Heu drinne? Das Heu brauchen wir doch für das Futter. Du sollst hier nur Gras machen. Pass mal auf. Nimm mal das Heu bitte mit. Ach nee, warte mal. Braucht wir jetzt Heu oder Gras? Eigentlich beides, wa? Ach stimmt, das brauchen wir ja gar nicht mehr. Hat sich ja erledigt. Weil hier brauchen wir ja Gras. Genau. Ja, dann kannst du das Heu silieren. Ja, oder? Ja, ich zweifle immer. Ich lagere das mal ein, kostet mich ja nichts. So. Hau rein das Zeug. Ja, wir haben 16.000. Wir kriegen jetzt so Heu rein, aber das Gras ist weg. Okay, dann werde ich demnächst mal wieder Gras machen müssen. Aber dann machen wir beim nächsten Mal. Jetzt bringe ich den Anhänger weg und sage einfach Danke fürs Zuschauen. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Genießt den Tag. Und see you later.